Ja, in diesem Video betrachten wir jetzt den Fall, dass die komplexe Zahl im zweiten Quadranten liegt. Also der Realteil ist negativ, das ist ja der Realteil re. Der Imaginärteil im ist positiv. Und wir wollen also jetzt wieder phi berechnen, so wie im vorigen Video. Gut, was ist phi? Phi ist dieser Winkel hier. Und den berechnen wir jetzt nicht direkt, sondern wir berechnen hier den Hilfswinkel Alpha. Ja, dann können wir wieder die Formel aufstellen. Tangens Alpha gleich Gegenkathete durch Ankathete. Also Tangens Alpha ist gleich Gegenkathete. So, da müssen wir jetzt den Imaginärteil in Betragszeichen setzen und den Real, oder besser gesagt den Realteil. Am besten aber einfach beide. Und dann stellen wir die Formel wieder nach Alpha um. Alpha gleich Arcustangens Imaginärteil durch Realteil. Also in Beträge setzen, weil hier ist ja zum Beispiel der Realteil negativ. Der Übersichtlichkeit halber, damit man immer die gleiche Formel hat, setzt sie einfach immer in Beträge. So, dann haben wir den Winkel Alpha ausgerechnet. Jetzt überlegen wir uns, wie berechnen wir Phi? Alpha war ja nur dieser Hilfswinkel. Der Winkel Phi, also von hier bis hier, der berechnet sich zu 180 Grad, also der ganze Winkel hier hat 180 Grad, minus dieser Winkel Alpha. Phi ist also 180 Grad minus Alpha, der Hilfswinkel Alpha. So, kommen wir zum dritten der möglichen Fälle. Die komplexe Zahl liegt im dritten Quadranten. Wir berechnen wieder Phi. Ja, was ist Phi? Das ist diesmal dieser Winkel hier, von hier nach hier. Den berechnen wir wieder nicht direkt, sondern den Hilfswinkel Alpha. Das ist dieser kleine hier. Und der berechnet sich wieder wie üblich. Tangens Alpha. Stellen wir wieder die Formel auf. Tangens Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Das ist die Gegenkathete. Also der Imaginärteil ist die Gegenkathete. Setzen wir ein Betragszeichen, weil der negativ ist. Geteilt durch die Ankathete, das ist der Realteil. Müssen wir diesmal auch in Betragszeichen setzen. Der Übersichtlichkeit halber immer Betragszeichen. Dann können wir Alpha ausrechnen. Alpha ist gleich Arcustangens, also so wieder wie zuvor, Imaginärteil durch Realteil. Halt, Stopp, die Betragszeichen gehören oben und unten hin. So. Dann haben wir Alpha ausgerechnet. Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, wie berechnen wir Phi. Phi ist diesmal 180 Grad, also von hier bis hier, plus dieses Stück hier, also plus den Winkel Alpha. Der kommt diesmal noch dazu. Ja, kommen wir jetzt zum vierten der möglichen Fälle. Beim vierten möglichen Fall, da liegt die komplexe Zahl im vierten Quadranten. Das ist also hier der Imaginärteil. Das ist der Realteil. Und dann mache ich wieder den üblichen Ansatz wie in den vorigen Fällen. Ich berechne wieder einen Hilfswinkel Alpha. Und zwar Tangens Alpha ist ja Gegenkathete durch Ankathete, also Imaginärteil, wie immer in Betragszeichen, durch Realteil, auch in Betragszeichen. Brauchen wir zwar diesmal nicht, aber ich habe ja gesagt, immer Betragszeichen ist am besten. Und dann stellen wir die Formel nach Alpha wie um, also so wie immer, ist alles das Gleiche. Und dann erhalten wir Arcustangens, Alpha gleich Arcustangens, Imaginärteil durch Realteil, beides in Betragszeichen, also so wie immer. Ja, jetzt wird es wieder interessant. Wie groß ist diesmal Phi? Phi ist dieser Winkel hier, von hier bis da. Und Phi ist 360 Grad, also einmal rum, minus Alpha. Na, weil Alpha fehlt ja hier zum Vollkreis. Also 360 Grad minus Alpha. Gut, wollen wir nochmal zusammenfassen.
Also zuerst berechnen wir immer den Hilfswinkel Alpha nach der Formel Arkustangens Imaginärteil durch Realteil, wobei wir beide in Betragszeichen setzen. Dann machen wir eine Fallunterscheidung. Nicht die komplexe Zahl im ersten Quadranten haben wir Phi schon gefunden. Phi ist dann gleich Alpha. In den übrigen Fällen müssen wir nach diesen Formeln vorgehen. Gut, und woher weiß ich, in welchen Quadranten hier die komplexe Zahl liegt? Das ist ja ganz einfach. Wenn da zum Beispiel steht minus 2 plus 3i, dann gehe ich minus 2 auf der reellen Achse nach links, weil ja minus ist, auf den Zahlenstrahl. Und 3i nach oben liegt also im zweiten Quadranten. Das ist ja der erste Quadrant, das ist der zweite, das ist der dritte und das ist der vierte. Ja, zum Schluss des Videos möchte ich euch noch auf eine Fehlerquelle hinweisen, auf einen häufigen Fehler. Betrachtet man dazu eine komplexe Zahl im zweiten Quadranten. Die hatten wir ja so berechnet, wir hatten erstmal den Hilfswinkel Alpha berechnet. So, indem wir dieses Dreieck eingezeichnet haben. Ja, das ist aber willkürlich. Man könnte das Ganze auch anders anpacken. Man könnte diesen Winkel hier berechnen. Den nenne ich auch mal Alpha. Also ich zeichne nicht dieses Dreieck ein, sondern dieses und berechne dieses Alpha hier. Na? Und das mache ich mal eben. Da mache ich dann folgenden Ansatz. Tangens Alpha. Das hier ist ja der Realteil, das der Imaginärteil. So, und Tangens Alpha ist jetzt Gegenkathete durch Ankathete, also Realteil durch Imaginärteil. Ja, da hatte ich ja hingeschrieben, Imaginärteil durch Realteil. Da steht jetzt aber Realteil durch Imaginärteil, wenn man diesen anderen Hilfswinkel wählt. Gut, da kommt dann raus, Alpha gleich Arcus Tangens Realteil durch Imaginärteil. Ja, das war der erste Unterschied. Hier vertauscht sich Realteil und Imaginärteil. Jetzt geht's weiter. Wir hatten ja, ich male noch mal das alte Verfahren hier unten auf. So, da hatten wir ja Alpha bestimmt und Phi war dann, Phi war dieser Winkel, 180 minus Alpha. Also 180 Grad minus Alpha. Na? Wenn ich als Hilfswinkel aber diesen Winkel hier nehme, dann stimmt die Formel nicht mehr. Phi ist dann nicht mehr 180 minus Alpha, also Phi gleich 180 minus Alpha, sondern Phi ist dann, das kann ich hier ablesen, 90 Grad plus Alpha. Kann ich am Bild sehen. 90 Grad plus Alpha. Ja. Das hier ist ja Phi. Phi ist 90 Grad plus Alpha. Ja, und die Fehlerquelle ist jetzt folgende. Der eine bestimmt den Winkel. Der andere nimmt den Hilfswinkel hier. Nehmen wir mal an, wir nehmen die zweite Methode und dann gucken wir auf der Internetseite nach. Aha, ich habe Alpha bestimmt und muss Phi jetzt nach dieser Formel ausrechnen. Das haut dann aber nicht hin, das harmoniert nicht, ne? Man muss also entweder hier rechnen mit Tangens Alpha gleich Imaginärteil durch Realteil in Betragszeichen. Also das war die alte Methode hier unten. Imaginärteil durch Realteil, dann gilt diese Formel, 180 minus Alpha. Wenn ich das hier oben aber vertausche, weil ich hier einen anderen Hilfswinkel wähle, also Realteil durch Imaginärteil und nicht Imaginärteil durch Realteil, dann muss ich auch diese Formel vertauschen. Ne? Ja, und das ist eben eine häufige Fehlerquelle. Entweder nur mit meinen Formeln rechnen oder mit den anderen Formeln rechnen, aber die beiden darf man nicht mischen. So, jetzt sind wir am Ende vom Video und ich verabschiede mich.